Ich begrüße Sie nach diesem Hitzespiel zur Medienkonferenz mit den beiden Trainern. Ich bitte gleich Herrn Tramezzani um seinen Kommentar, per favore. Buongiorno a tutti. Sono dispiaciuto, sono amareggiato e deluso per gli ultimi minuti, ecco il grande dispiacere questo, ma soprattutto per i miei ragazzi, perché venire a giocare contro la squadra più forte, la squadra migliore che in campionato ci ha dato 40 punti di distacco, venire a giocare nel loro stadio poteva essere una partita estremamente difficile, dura, complicata come è stata. Però nonostante aver giocato anche con un uomo in meno dal primo tempo, aver fatto a meno di un giocatore importante come Casami, l'infortunio di Bamert, i ragazzi hanno dato tutto, non si sono mai risparmiati, hanno giocato con il cuore, quindi mi dispiace che abbiamo perso sul campo, ecco. Speravamo di quantomeno di portare il risultato alla parità, di andare ai calci di rigore, poi i calci di rigore sono un altro sport, possono andare bene e andare male, ma ho il grande dispiacere per i miei ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano, come stanno dando da un mese e mezzo ad oggi. Ecco, quindi faccio i complimenti a loro perché è un piacere allenarli e sono orgoglioso di quello che fanno tutti i giorni e che riescono anche a dimostrare durante le partite. Besten Dank. Jerry, herzliche Gratulation zur Cup-Final-Qualifikation. Dein Kommentar zum heutigen Spiel. Für mich erwartet ein schwieriges Spiel, weil Sion seit Wochen sehr kompakt und solidarisch verteidigt und qualitativ gute Spieler hat. Klar, die gelb-rote Karte hat uns in die Karten gespielt, haben wir mehr Feldüberlegenheit gewonnen, mehr Torchancen kreiert, zu wenig effizient, zu wenig klar. Sicher auch ein bisschen der Müdigkeit dieser Ende Saison geduldet. Dann zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir viel mehr als die erste Halbzeit für das Resultat gemacht. Schneller nach vorne gespielt, in Führung gegangen, aber im Pokal ist immer möglich, dass etwas passiert. Auf einen stehenden Ball haben sie uns erwischt und die letzten 15 Minuten war wirklich viel Herz, wenig mehr durchdacht, sondern viel mehr Emotion und wir sind glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und den Finale erreicht haben. Gratulation der Mannschaft und natürlich auch Sion, die uns das Leben sehr schwer gemacht haben. Besten Dank, Jerry. Nach dem 49. Wettkampfspiel von eBay in dieser Saison, bitte Ihre Fragen. Paolo, una domanda per te. Qual è la tua situazione a partire di domani? Tu eri venuto a Sion per riuscire la missione di salvare il Sion. Ora, qual è la tua situazione? Che cosa vai fare? Ah, la mia situazione è molto semplice. Ho incontrato la società, il club questi giorni. Mi sono confrontato con il presidente, con Marco De Gennaro. Siamo rimasti d'accordo che ci vedevamo domani dopo la partita, come credo che fosse giusto, quindi domani avrò un incontro con loro. Da quello che ho capito, sia da parte loro che da parte mia, c'è la volontà di proseguire questo rapporto, quindi domani ci incontreremo e poi saprete qualcosa di più. Quindi resti a Sion? Sì, sì. Weitere Fragen? Herr Sioane, ich bete zwei Mannschaften im August, die alte, die der Cup-Final wird bestritten, Ende August. Planung für die neue Mannschaft läuft schon, für die neue Saison. Wie geht es eigentlich einem Trainer, der durch den Kopf die Varianten muss präsent haben und immer umstellen? Macht es mental auch ein bisschen müde oder wie erlebt ihr die Zeit? Ja, es ist sicher für alle Trainer eine mental anspruchsvolle Zeit gewesen. Viel Match, viel Verarbeiten, viele Emotionen. Sehr anstrengend gsi, sicher für uns eher kopflastig, für die Spieler eher physisch natürlich. Und ja, das wird eine komplizierte Situation mit zwei Wettbewerben, mit verschiedenen Spielern, die können spielen, da oder da. Aber es macht keinen Sinn, heute sich schon mit dem zu befassen, sondern jetzt ist eine Woche Pause, dann fangen wir an zu trainieren und wird sich dann schon relativ schnell herauskristallisieren, welche Spieler können Qualifikation Champions League spielen und wer kann noch beim Cup-Final dabei sein. Der Wille ist da, beides positiv zu gestalten und darum
werden wir sicher alles versuchen, dass wir so viele Spieler wie möglich noch bei uns behalten können, ohne dass ein Transfer futsch geht. Gibt es noch Fragen? Sonst schließen wir ab. Besten Dank. Morgen ist die Champions League Auslosung für die Quali 2 um 12 Uhr. Wir sehen uns bald wieder. Dem FC Sion wünschen wir alles Gute. Bis bald. Schönen Abend.